Hallöchen Freunde, und jetzt ab in den Eistunnel oder Eispfad. Der sieht in dieser Edition anders aus als in der goldenen und silbernen. In der goldenen und silbernen Edition ist er ein bisschen dunkler. In der Kristall-Edition wurde er ein bisschen eisiger gestaltet. Finde ich auch gut so, weil man kann nicht sagen, dass ein Eispfad wirklich dunkel ist, sondern eher kalt und gefroren. Oh, und hier ist schon das erste Pokémon, ein Golbat. Ja, und wir kämpfen es mit unserem brandneu entwickelten Tornado. Brandentwickelt, fast förmlich. Okay, wurden One-Hit, glaube ich. Was? Kein One-Hit? Selbst als Entwicklung enttäuscht mich Tornado. Oder Iglara, whatever. Jetzt ist es ein Tornado, jetzt muss ich es Tornado nennen. So, Ruckzuckieb. Diese eine KP, den hättest du auch noch auslöschen können, Tornado. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Okay, aber ich hoffe, dass sich jetzt unser Evoli entwickelt. Ihr konntet ja im letzten Part sehen, zu welchen Pokémon wir es entwickeln werden. Nämlich zu Nachtara. Ja, wir holen uns ein Nachtara ins Team. Hatte ich noch nie im Team, muss ich sagen. Ist auch eher ein Experiment, das ins Team zu nehmen, so wie wohin genau. Ich bin gespannt, wie sich das schlagen wird in der zweiten Generation. Sian hatte ich schon mal im Team, und zwar in, oh Gott, das habe ich schon so häufig. Ich hatte es mal privat Bloody Platin hatte ich es. Da hatte ich es denn noch in Bloody Platin halt. So, wir haben jetzt übrigens VM7 gefunden. Das ist Kaskade. Die werden wir brauchen, wenn wir unseren letzten Orden haben, um weiterzukommen. So, jetzt haben wir schon das nächste Erdgeschoss erreicht. Und ein Pokémon begrüßt uns. Schon wieder ein Golbat. Wenn es hier wenigstens häufiger Eis-Pokémon geben würde als Golbat. Aber nein, die müssen in jeder Höhle ein Golbat irgendwie einbringen. Damit es irgendwie höhlenmäßiger passt. Was denn jetzt schon wieder? Ich hoffe kein Golbat. Ah, Quiekel. Ja, Quiekel ist cool. Habe ich mir, wie gesagt, schon überlegt, ob ich Quiekel ins Team rein tue. Aber wir können es ja auch noch in Pokémon Pearl ins Team tun. So, hier sind ein paar Felsen. Jetzt wird es ein bisschen, ja, was heißt hier schwierig. Wir müssen halt jetzt die Felsen in die Löcher da rein schubsen. Sodass wir da unten dann, ihr werdet es später schon sehen, wie was dann los ist. Und ein weiteres Quiekel greift uns an. Oh, ist das nicht süß? Es quiekt ja förmlich. Tschüss, Quiekel. Mein Gyarados hat kein Interesse an so schwachen Pokémon wie dir. Okay, der Fels ist runtergefallen. Das ist gut. Ab, jetzt wäre ich fast selber auch runtergefallen. Na sowas. Und ein weiteres Quiekel vielleicht? Kann es sein? Na, schon wieder ein Golbat. Also bei Quiekel bin ich ja noch einigermaßen begeistert, aber bei Golbat, ich weiß nicht, das ist irgendwie so Mainstream geworden, ist Golbat. Tut mir leid, Golbat, du bist langweilig geworden. Gut, dann bewegen wir den Felsen jetzt dorthin. Ich habe das lang nicht mehr gemacht, diese Felsen Felsen lang nicht mehr bewegt. Gott, was ist heute mit mir los? Ich kann mich nicht mehr ausdrücken. Wahrscheinlich, weil heute die Sommerferien angefangen haben, deswegen. Da bin ich jetzt schon im Urlaub mit meiner Stimme oder mit meiner Sprache. Ich glaube, so geht es, ne? Ja, genau. Das erinnert mich ein bisschen an die Seeschauminsel in Kanto. Da musste man auch Felsen bewegen bei einer Stelle. So dass man zu Arktos kommen konnte und zum Ausgang. Gut, dann ist hier noch was. Ich muss mal schauen, wie wir. Ah ja, okay, wir müssen den von hier aus. Und ein weiteres Pokémon greift uns an. Hallo Quiekel. Nett, dass du mal vorbeischaust. Diese Golbats, die nerven mich schon den ganzen Tag, aber du kannst mich so häufig nerven, wie du möchtest. Denn du bist cool im Vergleich zu anderen Pokémon wie Golbat. Ja gut, wir haben ein Golbat oder beziehungsweise ein Expert im Team, aber ist wie das Pokémon, meine ich halt. Ist Golbat nicht besonders einfallsreich. So, der nächste Fels ist heruntergefallen.
Und hier ist auch schon der letzte, den müssen wir von hier aus. Das ist meiner Meinung nach der schwierigste Felsen, den müssen wir jetzt etappenweise bewegen. Oh, jetzt hat er ihn fast weiter nach links verschoben. Moment, ich überlege wieder. Halt, Moment, nein. So geht das eigentlich auch. Oder nee, geht nicht. Oder? Doch, geht sogar. Lol, ich hab's immer anders gemacht. Aber das zeige ich euch jetzt. Erstmal Skull hier überspringen. Eigentlich wollte ich den Felsen jetzt zwar nach oben verschieben und dann außen rumlaufen und den dann nach links verschieben und dann nach unten reinschieben. Aber das ist viel zu aufwendig. Man kann es auch einfach so machen. Ah! Auf mich zu nerven, Golbert. So, das war der letzte Felsen. Ich würde sagen, Chiwanimo! Okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Auf ein Eisfeld. Und hier geht's nach oben. Hier ist die Treppe. So, jetzt zeige ich euch, warum wir die Felsen jetzt gebraucht haben. Wir brauchen die nämlich hier als, als Stationen. Damit wir hier in die Mitte können. Das war auch der Grund, warum ich Onyx mitgenommen habe. Hier gibt es auch viele Items, die sollten wir auch gleich mitnehmen. Moment, wir haben momentan volles Inventory. Da muss ich ein Item jetzt irgendwie. Wir haben einen Topschutz. Nehme ich mal den Topschutz. Ist das schön, dass ein paar Eis-Pokémon auftauchen, aber wir müssen jetzt ja freies Inventory, einen freien Rucksack halt schaffen. Mein Gott, warum stotte ich heute so viel? Ist doch sonst nicht so. Wahrscheinlich, weil ich vorhin ein Nickerchen gemacht habe. Ja, ich hab gestern so viel Party gemacht. Hab gesoffen wie Sau. Nein, natürlich nicht. Und war dann müde. Und heute in der Schule, dann ist es dann alles wieder hochgekommen. Und dann war ich in der Schule kurz vorm Einschlafen. Auch wo wir unsere Zeugnisse bekommen haben. Hier, Kevin Bleier, hier haben Sie Ihr Zeugnis. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ich gönne mir nachträglich ein Nickerchen und das habe ich jetzt davon. Jetzt bin ich noch so benommen vom Nickerchen, dass ich jetzt nicht mehr gescheit flüssig reden kann. Verdammt, was schmeißen wir denn weg? Na, wir können ja dem Pokémon was geben, da müssen wir sie nicht wegschmeißen. Ich gebe mal Aaron den Megablock. Keine Ahnung. So, ewiges Eis, ja. Ewiges Eis erhöht die Stärke von Eisattacken. Hier bräuchten wir Zertrümmerer, dann könnten wir den Felsen zertrümmern. Ist allerdings jetzt nicht notwendig, denn wir können auch einfach außenrum laufen. Ich glaube, in der vierten Generation braucht man hier sogar Zertrümmerer, um das ewige Eis zu bekommen. So genau weiß ich das jetzt auch nicht so. Hier ist auch wieder sowas, wo man nachdenken muss. Aber ich kenne schon alle Rätsel. Das ist ja irgendwie blöd, ne? Wenn man schon alle Rätsel kennt. Vom Aufbau her, dann ist es ja irgendwie, ich weiß nicht. Ist es ja irgendwie langweilig. Nein, jetzt müssen wir, glaube ich, so runter, oder? Ja, genau. Und dann hier Themen 44. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was es ist. Let's see. Themen 44. Du bist Erholung. Oh. Ich glaube, das steht in einem Moveset drin. Moment, ich öffne mal wieder mein Ding in Screen. Lalala, Pokémon-Kristallliste. Die ist ja jetzt völlig öffentlich. Die habt ihr ja im letzten Part. Ah, jetzt habe ich sie nach rechts verschoben, sodass ihr sie nicht mehr sehen könnt. Okay. Gut, warum verberge ich sie eigentlich, die Liste, vor euch? Aus dem Grund, weil ich euch nicht zu spoilern will, welche Attacken wir am Ende haben werden. Und ich muss sagen, steht hier Erholung drin? Erholung steht hier nicht drin. Okay, was habe ich denn hier für Moveset? Die Geisterattacken, die ich häufig einsetze, stehen nicht drin. Oh mein Gott. Naja, hoffentlich ist das Moveset auch okay. Und ich hoffe, ich habe damals nicht gekifft, wo ich das Moveset erstellt habe. Ja, das Moveset ist schon in Ordnung. Oder vielleicht auch nicht. Mal schauen. Vielleicht kann ich die ein oder anderen Attacken noch irgendwie bearbeiten. Zum Beispiel steht bei mir, dass Gyarados Feuer Odem beherrschen soll, aber ja, vielleicht. Vielleicht, wenn es gegen andere Drachen kämpft, vielleicht habe ich deswegen Feuer Odem rein als Gyarados Attacke. Ach komm, ja, Eisen, ich hasse es. Ich hasse volles Inventory. Was machen wir denn jetzt? Top-Drank.
Nein, Brandbeere, völlig useless momentan. Ich meine, wie auch häufig erleidet eins unserer Pokémon einen Froststatuswert. Sehr selten. Sagen wir mal ehrlich. Gut, jetzt haben wir Eisen gefunden, das erhöht die Verteidigung. Welches Pokémon braucht eine hohe Verteidigung? Evoli ist eigentlich schon sehr zäh, da wäre eine gute Verteidigung eigentlich gar nicht schlecht. So, Evoli. Jetzt gehen wir zurück. Auch wieder ein bisschen rum, schlittern durchs Eis. Gut, dann hier sind wir jetzt. Hier ist ein weiteres Item, ein Protein. Protein, ja, früher habe ich Protein gesagt. Erhöht den Angriffswert. Angriffswert. Welches Pokémon braucht denn einen hohen Angriffswert? Ich gebe es mal Evoli. Auch. Evoli soll sich ja entwickeln, ne? Und durch solche Items, wenn man die Pokémon gibt, dann entwickeln sie sich noch schneller. Ein AP Plus. Erhöht die AP-Punkte einer Attacke, die Angriffspunkteanzahl. So, und hier ist auch schon der Ausgang. Also, ja, man kann sagen, der Eispfad ist nicht so besonders lang. Man ist in 10 Minuten durch. Und jetzt haben wir die letzte Stadt in Johto erreicht. Ebenholz City. Okay, hier ist die Schwester Joy. Schwester Joy wollte ich schon sagen. Warum bin ich so benommen? Ich sollte nicht mehr, nachdem ich gepennt habe, jetzt Plays aufnehmen. Muss mir irgendwo aufschreiben oder mir merken. Oh Gott, ihr wollt gar nicht wissen, was ich geträumt habe. Nein, 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 natürlich nicht. Ja, hier ist der Markt. Sprechen wir mal die Leute an, vielleicht macht mich das ein bisschen wach. Topschutz hält dir schwache Pokémon vom Leib. Vor allem Super Sprays hält sie am längsten an. Du kannst Topbeleber zwar nicht kaufen, aber er füllt die KP besiegter Pokémon wieder vollständig auf. Vorsicht, die AP oder Angriffspunkte werden nicht aufgefüllt. Ah, danke für den Tipp, den ich schon längst weiß. So, hier ist ein weiteres Haus. Oh ja. Ich bin der Attackenverlerner. Ich verfüge über die Fähigkeit, Pokémon ihre Attacken vergessen zu lassen. Soll ein Pokémon eine Attacke vergessen? Nein, danke. Nein, besuch mich wieder. Ja, ich gehe häufig zu dem hin, um Fallattacken von meinem Pokémon zu vergessen. Weil die kann man von selber nicht verlernen, außer durch den Attackenverlerner. Hipster Trainer. Ein Pokémon, das eine Wunderbeere trägt, kann von sich aus Statusveränderungen heilen. Echt, das wusste ich nicht. Danke für den Tipp. Schild, das in der Gegend rumsteht. Bist du, dass deine Pokémon eine Attacken vergessen? Nein. Hab ich doch gerade eben gesagt. Warum hörst du mir nicht zu? Ach ja, Frauen. So. Hallöchen, ich sehe dich. Hier ist ein weiteres Haus. Es gibt hier in Ebenholz City einen Drachenclan, der Drachen nach freien Stücken Befehle erteilt. Daher gibt es in dieser Stadt so viele Legenden über Drachen. Ah, sehr interessant. Hallo, Dratini. Okay, dann, was ist hier? Alle Drachenmeister kommen aus Ebenholz City. Echt? Auch Siegfried? Ah, cool. Pokémon Arena von Ebenholz City. Leitung Sandra. Die gesegnete Drachen-Pokémon-Trainerin. Das klingt ja sehr faszinierend. Sandra, unsere Arenaleiterin, erwartet dich. Für einen gewöhnlichen Trainer ist es jedoch unmöglich zu siegen. Ja, das ist ja auch schließlich nicht umsonst die letzte Arenaleiterin von Johto. Heute ist Samstag. Ich bin Samson von Samstag. Nein, heute ist Dienstag. Aber egal, mein Emulator spackt halt ein bisschen von Uhrzeit her. Bandsticker. Geisterattacken werden stärker. Es ist geradezu beängstigend. Ja, könnten wir Apollo geben, machen wir auch nachher. Zunächst verkaufe ich ein paar Items. Das war auch vorhin der Grund, warum ich vorhin planlos in den Markt gegangen bin. Das hat mir mein Pokémon-Instinkt geraten. Mein automatischer Pokémon-Instinkt, der sich einschaltet.
Gut, welche Items wollen wir denn verkaufen? Auf jeden Fall haben wir hier Nuggets, genau. Das ist ja quasi nur zum Verkaufen da. Dann die Beeren, ich weiß nicht. Die verwenden wir eigentlich kaum, aber ich, ja... Ich weiß nicht. Vielleicht bei Gelegenheit können wir die verwenden. Das heißt also nie. Hier Mondstein, ja... Weiß nicht. Könnten wir vielleicht verwenden... Wutkeks füllt nur 20 KP auf. Was soll der Mist? Warum habe ich sowas in meinem Inventar? Unglaublich. So, Eisheiler. Ja, ich habe ja schon gesagt, wie häufig kommt es vor, dass ein Pokémon vereist wird. Weg damit. Und ja, den Rest könnten wir eigentlich behalten und in die Box lagern. Mache ich auch. Halt, Moment. Unser Pokémon trägt, unser Onix hat, trägt ja noch ein Item. Das haben wir in der Folge gegeben. Ein Megablock und noch ein anderes Pokémon trägt noch ein Item. Welches es war, weiß ich jetzt nicht mehr. Na, X-Bad trägt den Rauchball. Ah ja, Alpalo trägt das Münzamulett, okay. Dann tauschen wir einfach mal das Münzamulett mit den Baum. Nicht mit dem Megablock, das wollen wir so nicht geben. Ich gebe dir jetzt das Bandsticker. Und das Münzamulett gebe ich X-Bad. Okay, und die anderen Items, die zum Tragen da sind, die könnten wir in die Box lagern. La 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 la. PC von Gold. Ablegen. Okay, was lagern wir denn jetzt? Den Rauchball, den könnten wir später vielleicht brauchen, wenn uns die Pokémon nerven, wenn sie zu stark sind. Ewiges Eis. Was haben wir denn hier noch? Ein Sonderbonbon. Das verbrauchen wir häufig, um uns zu schauen, ob sich Evoli entwickelt, aber egal. So, hier Wasserstein. AP Plus hebe ich mir auf, weil die richtig starken Attacken haben wir noch nicht so wirklich, die wir sichern können mit AP Plus. Nein, nicht das Elixier, Mondstein. Gut, den Rest, den behalten wir mal bei uns. Und dann schaue ich noch nach, was wir mitnehmen können. Jetzt bin ich versehentlich wieder zurückgegangen. Aufnehmen, Flinkklaue, Erstschlagquote. Giftattacken, Pflanzenattacken. Sonderbonbon. Wir haben nur einen Sonderbonbon, aber wir haben doch so viele gesammelt. Egal, wahrscheinlich haben wir sie in irgendeinem Part alle verwendet oder verschwendet. Okay, gut. Sieht ja ganz gut aus. Dann ordne ich noch die Items ein. Ordnung muss sein. Die Beeren, die tue ich mal alle ganz oben hin. Oder sagen wir es mal so, die Heil-Items. Die tue ich mal nach oben. Kraftwurzel tue ich mal ganz nach oben, weil wir die Items am häufigsten haben und für wohin genau auch brauchen. Gut, ich glaube, das reicht jetzt mal. Improvisatorisch jetzt mal. 8 Minuten jetzt so totgeschlagen mit Items verwalten und Stadtanschlagen, ja. So was sagt ein Taliban. Ich habe hier 8 Minuten daran verschwendet, die Stadt anzuschlagen. Und zwar mit meiner Faust. Nicht mit das, was man von einem Taliban denkt. Kapador, hau ab. Mann, Level 16. Fast ein Gauros. Was ist das hier für eine Höhle? Lass mich rein, du alter Sack. Nein, nur auserwählte Trainer dürfen hier eintreten und trainieren. Geh fort! Wie wär's mal mit bitte? Sag bitte oder ich gehe gar nicht. Oh, das würde mir aber gefallen, wenn du nicht gehen würdest. Ich glaube, ich gehe doch. Brauchen wir geradeaus. Ja, wenn uns dieser alte Sack da endlich mal durchlassen würde. Egal, wir müssen wahrscheinlich in die Arena. Aber ich möchte zunächst noch schauen, was wir noch alles machen können. Ich bin hier so neugierig, ich schaue mir immer alles an, bevor ich etwas in Aktion setze. Nein! Nein, lass mich in Ruhe. Ich schwör's dir. Ruf mir noch einmal an und ich zeig dich an. So, hier geht's nach unten. Route 45. Route 45, Bergweg voraus. Ach ja, ich zeige euch übrigens jetzt auf dem Pokécom, wo wir jetzt sind. Pokécom. Wir sind jetzt hier. Und die Stadt, wo wir gerade waren, ist hier. Ja, und hier ist die letzte Stadt gewesen. Und hier ist Eispfad. Hier. Ja, und man kann sehen, dass
diese Route hier zurück nach Neuborgia führt. Also die könnten wir verwenden, wenn wir, ja, wenn wir den Orden haben, den letzten. Aber ich fürchte, ehrlich gesagt, für den letzten Orden sind unsere Pokémon noch zu schwach. Wir müssen die mindestens auf Level 40 trainieren. Was ich währenddessen in diesem Part noch machen werde, bevor ich die Pokémon im, bis zum nächsten Part auf Level 40 trainiere. Ich werde jetzt ein paar Trainer hier auf diese Route bekämpfen. Was heißt das vom Pokémon-Training? Ja, ist super. Machen wir auch jetzt gerade. Oder nach dem Part mache ich offscreen. Und ja, ich hoffe, dass wir dann die Arenaleiterin schlagen können. Ein Tauboss, die Vollentwicklung von Taubsi. Also gut, Tauboss, you must die. Tauboss wird es bestimmt überleben. Ja, ganz wie ich es gesagt habe. Eigentlich ist es unmöglich, mit Level 25 einen Tauboss zu haben. Weil Tauboga entwickelt sich ja mit Level 36 zu Tauboss. Wie bei, ja, wie bei den Startern. Und dieses Tauboss hatte Level 25, daher hätte es eigentlich immer noch ein Tauboga sein müssen, aber egal. Oh, jetzt kommt der Electek, da müssen wir wechseln. Ich kann es nicht riskieren, dass Gardos von einer Elektroattacke angegriffen wird, das wäre Gardos Untergang. Ich würde sagen, ich nehme in dem Fall Alpollo. Es trägt er jetzt das Schattenband, oder wie es auch heißt. Was wir ihnen gerade gegeben haben. Und ich würde sagen, wir testen die Attacke mit einer Spukball-Attacke. Das müsste die Stärke auf 100 erhöhen, glaube ich. Und dann wäre die Attacke so stark wie ein Erdbeben. Blub. Und Electek ist down. Oh mein Gott. Gut, Anne ist down. Hab ich ja gerade gesagt. Mein Gott, was ist heute mit mir los? Du verdienst meine ganze Hochachtung. Gut, hier ist Gras. Da könnten wir unsere Pokémon trainieren. Oder ich werde sie in diesem Gras trainieren, die Pokémon. Und wenn die Pokémon neue Attacken erlernen, werde ich sie reinschneiden ins Let's Play, damit ihr seht, welche Attacken unsere Pokémon noch momentan beherrschen. One Hit. Aber ihr seht, schaut euch das Level an. Wir sind beim letzten Orden und schaut, was für ein Pokémon auftauchen. Und vor allem mit welchem Level. Das ist einfach nur ein großer Witz. Gut, hier ist ein weiterer Trainer, da kommen wir allerdings nicht mehr rauf, denn wir können hier nur runterspringen und hoch kommen wir nicht. Hier ist ein Item. Ein Top-Trank. Aber hier ist eine Trainerin, die könnten wir bekämpfen. Und kommt auch sofort zu uns her. Welche Kampftechnik verwendest du? Setze starke Attacken nicht völlig willkürlich ein. Doch. Weißt du schon, ich bin ein Pokémon-Trainer und du bist nur ein Astray. Oh. Oh, ist das nicht süß, Meryl? Oh, sieht aus wie Mickey Mouse, bloß in Blau. Okay, was mache ich denn gegen Meryl? Komm, ich jag's mal Angst ein mit Alpollo. Ich werde Meryl das Gruseln lehren. Oh, Walzer. Er tanzt Walzer. Das ist aber mal cool. Kompliment, Meryl. Spuck den ins Gesicht. Oh, gut, dass der Walzer daneben geht, denn jetzt wäre er stärker geworden. Und spuck den ins Gesicht. Gut, okay, die hat einen Shellock auch noch. Lauter Wasser-Pokémon momentan. Hallo, Shellock. Hypnose. Schlaf mal eine Runde, so wie ich es vorhin gemacht habe. Ja, ich habe ja auch mein Hypno. Was rede ich denn mit Hypno? Ich habe vorhin mein Alpollo genommen. Und dann hat Alpollo mich hypnotisiert und deswegen konnte ich vorhin so gut schlafen. Deswegen bin ich jetzt so benommen.
So, und jetzt kommt Fußstrahl. Ja, wahrscheinlich hat vorhin mein Apollo gegen mich auch ein bisschen coolen Fußstrahl eingesetzt. Vielleicht erklärt es deswegen, warum ich jetzt so genommen bin. So, okay. Es setzt genau die Attacken ein, die es jetzt gegen Shylock einsetzt. Wieder falsch formuliert. Die Attacken, die Apollo jetzt einsetzt, hat es vorhin gegen mich eingesetzt. Ohne Ausnahme. Oh, Spuke. Moment. Oh, ich bin ja ganz nass. Apollo? Was soll denn der Mist? Okay. Kein Kommentar. Apollo hat Shylock gekillt. Ein weiteres Shylock. Warum hast du keinen Turtok? Ich bin sehr enttäuscht von dir. Hypnose. Wieder dieselbe Taktik wie gerade eben. So, Spukball. Oh, ist es auf? Nein, nicht gut, nicht gut. Mann, hat aber trotzdem wenig abgezogen. Woran mag es wohl liegen? Also sicher nicht an den Leveln. Die Levels sind völlig ausgeglichen. Gut, dann habe ich eben verloren. Schön, dass du es einsiehst. So, ich nehme jetzt mein X-Bad und fliege zurück nach Ebenholz City, heißt die Stadt, oder? Ja, genau. Und dann werde ich die Pokémon offscreen auf Level 40 trainieren und alle Attacken, die sie erlernen, werde ich euch in diesem Let's Play noch, werde ich einfach reinschneiden. Ich hoffe, Emuli entwickelt sich da. Also, ich werde hier auf diese Route jetzt trainieren und wie gesagt, alle Attacken, die sie jetzt erlernen werden, werde ich reinschneiden. Bis dann. Verdammt, beim Speeden habe ich versehentlich diesen Trainer angesprochen. Dammit. Egal. Ach ja, übrigens war das auf ungefähr 30 Sekunden, wo ich den Part jetzt unterbrochen habe. Hallo Onyx. Hallöchen. Mann, zwei schlangenartige Pokémon kämpfen jetzt gegeneinander. Welches wird siegen? Das ist ganz sicher nicht das Onyx, denn er stirbt sofort an Krebs. Komm, ich wäre noch mit dem zweiten Onyx zufrieden gewesen, naja. Oje, Mini, ich bin der große Verlierer. Und auch der Fette. Also, bis gleich, Leute, ne? Garados versucht, Windhose zu lernen. Okay, was verlieren wir denn statt Windhose? Mit Level 35 übrigens. Ich hau mal Silberblick aus. Gut, das war die erste Attacke. Okay, es ist Level 39 jetzt unser Apollo und es lernt Traumfresser. Das heißt, wir haben jetzt eine Kombinationsmöglichkeit, weil Apollo Hypnose kann. Ich vergesse jetzt mal Konfu-Strahl. Und Apollo erlernt Traumfresser. Gut, Garados hat auch Level 40 jetzt erreicht und es lernt Hydropumpe. Ja, ich bin gerade immer überlegen, weil Hydropumpe, ich weiß nicht. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Fan von Hydropumpe, aber ich würde sagen, die Attacke ist immer noch besser als Biss. Außerdem ist das Lab drauf und ja, das, was ich allerdings an Hydropumpe nicht so besonders gut finde, ist, dass Hydropumpe sehr ungenau ist. Und übrigens haben jetzt alle unsere Pokémon Level 40. Evoli hat sich immer noch nicht entwickelt. Ich habe auch jetzt nachgeschaut, was für eine Zuneigung Evoli hat, und zwar ist die zweithöchste momentan. Ich schätze jetzt mal, so in den nächsten 5 bis 10 Leveln wird sich Evoli hundertprozentig zu Nachtara entwickeln. Währenddessen lernt Evoli mit Level 42 Bodycheck, habe ich gesehen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, hat Evoli immerhin eine bessere Angriffsattacke als Biss. Biss behalte ich übrigens, weil Nachtara bei Biss eine Step-Attacke drauf hat. Und Bodycheck kann man bei Nachtara lassen und ich habe noch zwei andere TM-Attacken geplant für Nachtara. Also das ist jetzt nicht so schlimm, wenn sich Evoli ein bisschen später entwickelt. Ach ja, was ich jetzt machen wollte. Jetzt gehen wir ins Einkaufszentrum und kaufen uns ein paar TMs.
eine genau gesagt, die eins unserer Pokémon lernen wird. Moment, muss man kurz schauen, jawohl. Eins unserer Pokémon wird die Attacke erlernen. Das werden wir jetzt ja gleich sehen, oder ihr werdet es gleich sehen, ich weiß es ja schon. Und zwar kaufe ich mir jetzt eine TM, und zwar TM 41. Das ist Donnerschlag. Und Donnerschlag bringe ich eins unserer Pokémon bei. Und zwar bringe ich Donnerschlag. Na, wer rät's? Tornupto bei. Aus dem Grund, weil Tornupto schwach gegen Wasser-Pokémon ist. Und mit Donnerschlag hat Tornupto etwas gegen Wasser-Pokémon. Also kann man auch sehr gut als, wenn man gegen seinen Freund zum Beispiel antretet und der Freund zuckt ein Impagato gegen Tornupto, dann müsst ihr einfach euren Tornupto vorher Donnerschlag beibringen und die Sache ist eigentlich gegessen, weil Tornupto ist ja schneller als Impagato. Also ich glaube, der Donnerschlag wird uns gegen den Rivalen sehr hilfreich sein. Außerdem ist die Attacke besser als Ruckzucki. Gut, das wäre auch erledigt. Dann gehe ich wieder zurück nach Ebenholz City. Ach ja, ich habe ja noch was. Moment, ich muss mal kurz schauen. Eins unserer Pokémon soll ja die Attacke Sonnentag lernen. Ich muss mal schauen, ob das Pokémon die Attacke auch kann. Ja, Evoli kann Sonnentag, das ist gut. Ich bringe Evoli Sonnentag bei. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, hä, warum bringt ihr sein Evoli Sonnentag bei? Ist der bescheuert? Das bringt doch gar nichts. Ja, das werdet ihr dann schon sehen, wenn es sich entwickeln wird. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich die richtige Attacke vergesse. Und zwar verlerne ich, ja, Sandwirbel ist ganz gut jetzt zum Vergessen. Genau, habe ich Sandwirbel raus. Und Evoli erlernt Sonnentag. Gut, was haben wir denn noch für TMs, die wir unserem Pokémon beibringen können? Sternschauer. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich es Evoli beibringen soll. Ja, ich würde sagen, solange wir keinen Nachtara haben, wäre die Attacke ganz gut eigentlich für Evoli. Aber ich muss noch die Werte nachschauen, weil ich glaube, Sternschauer ist eine Spezialattacke. Weiß ich nicht mehr. Ach, ich bringe es jetzt einfach mal. Evoli bei, das ist ganz orientalisch. Orientalisch? Neues Wort habe ich gerade gefunden. Orientalisch. Ich hau mal Ruckzuckieb raus. Gut, das ist unser Evoli nicht mehr ganz so schwach von den Attacken her. Welche Attacken können wir uns dann Pokémon noch beibringen? Eissturm vielleicht unserem Gyarados, naja, kommt ein bisschen komisch, aber für die Arena, ich weiß nicht, ja, für die Arena wäre es eigentlich ganz praktisch. Die Attacke können wir ja noch später verlernen. Genau, ich bringe mal Gyarados für die Arena, für die nächste Eissturm bei. Denn, Geister-Pokémon, Drachen-Pokémon sind sehr schwach gegen Eis und auch gegen den Feentyp, der in der 6. Generation eingeführt wird. Den gibt es allerdings noch nicht in dieser Edition. Gut, ich vergesse jetzt mal. Ich hau mal Drachenwut raus. Drachenwut steht auch nicht im Moveset drin. Ja, dann passt es eigentlich. Gut, was habe ich denn noch für Attacken? Ja, das reicht jetzt. Okay, gut, das war's. Dann gehen wir jetzt zurück und schauen uns unsere Pokémon an. Und dann gehen wir im nächsten Part in die Arena. So, Ebenholz City. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht speede, weil ich habe beim Training mir jetzt wieder das Speeden angewöhnt. Aber im Pokémon Center kann ich bestimmt speeden. So. Das interessiert ja keinen, was die zum 100. Mal faselt. Okay, dann stelle ich mich jetzt vor die... Halt mal, wir brauchen noch ein Pokémon, das stärken kann. Das mache ich im nächsten Part. Ich stelle mich jetzt vor die Arena und dann muss ich mir halt ein Pokémon holen, das stärken kann. Weil wir brauchen für die Arena Stärke, kann ich schon mal spoilern für den nächsten Part. So, dann kontrollieren wir unsere Pokémon, Level 40. Jetzt alle. Gut, Gyarados. 145 KP, Wasserflug.
hat das Item Zauberwasser mit den Attacken Surfer, Windhose, Hydropumpe und Eissturm. Angriffswert, ja, spielt sehr auf Angriff. Und Spezialverteidigung ist ja ganz hoch. Das Blöde an unserem Gyarados ist, wir haben Gyarados ein paar Spezialattacken beigebracht. Was eigentlich nicht so klug war, denn Gyarados spielt ja auf Angriff, aber das kommt noch. Oder vielleicht nicht. Die Attacken, die Moveset stehen, sind auch Spezialattacken. Ach egal. Dann ist es halt nicht so wichtig. Also Gyarados mit den Attacken halt, ne? Spezialattacken, aber gehen eigentlich auch bei Gyarados, weil so ein großer Extremunterschied ist es jetzt auch nicht. Na gut, das sind 40 Wert. Stimmt schon, aber egal. So, Alpollo spielt sehr auf Spezialangriff. Danach habe ich es auch geskillt. Und zwar Attacke Spukball. Da ist auch Step drauf. Mit Bandsticker müsste so 100 abziehen, mindestens. Nachtnägel, dann die neue Attacke Traumfresser. In Kombination mit Hypnose. Ich glaube, Traumfresser müsste auch so 95 abziehen. Ich schau mal nach. 100 sogar. Oha, oha. Was spukt man nur so wenig? Na gut, dann wurde es wahrscheinlich in den nächsten Generationen auf 95 erhöht. Aber trotzdem müsste trotzdem so 100 abziehen, weil da ist ja noch alles drauf. Bandsticker und so. Na gut, dann unser nächstes Pokémon. X-Bud spielt auf Angriff und Geschwindigkeit, also ein Angreifer, ein typischer. Deswegen habe ich ihn jetzt auch Angreiferattacken beigebracht. Fliegen und Flügelschlag sind auch sehr schnelle Attacken. Da ist auch noch Step drauf, weil X-Bud ein Flug-Pokémon ist. Aber die Attacken, die noch dazukommen, die noch im Moveset stehen, die sind auch, ja, die sind noch sogar ein bisschen extremer. Und auch ein bisschen gemein. Gut, dann das nächste Pokémon. Ja, wohin genau? Über die Werte müssen wir gar nicht reden. Das ist alles irgendwie unnötig. Die ganzen Werte, der Angriff, der Spezialangriff, ist alles nicht so wichtig. Was bei wohin genau zählt, ist der Verteidigungswert und der KP-Wert. Verteidigung hat wohin genau auf 72. Aber die KP-Anzahl ist gewaltig. Und zwar 221 mit Level 40. Und die Attacken, ja gut, wohin genau kann nicht mehr Attacken als diese vier. Konter, Spiegelkeil, Bodyguard und Abgangsbund bleiben dauerhaft bis zum Ende des Let's Plays bestehen. Dann unsere Zicke, die sich nicht entwickeln will, Evoli. Ja, spielt auf ja, ausgeglichene Werte, kann man sagen. Gut, ein wenig schwachen, einen kleinen schwachen Spezialangriff, aber den kann man noch tolerieren. Gut, die Attacken sind Sternschauer, haben wir ihnen gerade beigebracht. Stafette aus dem Grund, die hebe ich mir noch für später auf, genauso wie Sonntag und bis, also, wo genau wollte ich sagen, Evoli ist noch ziemlich in, im Progress, sage ich mal, im Progress, also in Bearbeitung, damit es ein gutes Pokémon wird. Es ist halt wichtig, dass Evoli sich bald entwickelt. Gut, dann unser nächstes Pokémon, unser Starter, spielt auf Angriff, hat einen hohen Spezialangriff und einen hohen Initiativswert. Ja, gut, ich habe ihm jetzt mal mächtige Attacken beigebracht. Kopfnuss, da besteht die Chance, dass der Gegner zurückschreckt, Donnerschlag, Paralysechance, Walzer, eine Attacke, die immer stärker wird, und Flammenrad, eine Step-Attacke. Gut, das war's auch so fürs Erste. Es kommen ja noch weitere Attacken dazu, das ist jetzt nur so ein Zwischenstand, wie unsere Pokémon momentan alle aussehen. Und ja, im nächsten Part gehen wir in die Arena und holen unseren letzten Orden und dann machen wir uns auf den Weg in die Pokémon-Liga und fordern die Top 4 heraus. Also, es wird spannend. Übrigens werde ich jetzt mehr Parts in den Ferien machen, das heißt, ja, wir werden das Let's Play bald durchhaben. Gut, jetzt habe ich auch schon ein bisschen zu lang gequatscht. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part, Leute. Ciao!